Vielen Dank, Helga, für die freundliche Begrüßung. Vielen Dank für Ihr zahlreiches Kommen. Darauf, mich selbst vorzustellen, war ich nicht ganz eingestellt, aber zunächst einmal bin ich natürlich jetzt hier als Autor dieses Buches, Die Profiteure des Terrors. Und vielleicht fange ich mit der Vorstellung an, mit einem Blick auf die Unterzeile des Buches. Die Profiteure des Terrors ist natürlich ein knalliger Buchtitel. Er wird dann ein bisschen differenziert durch die Unterzeile, die zwei Aspekte, wie Deutschland an Kriegen verdient, was Helga schon gesagt hat, ein Blick auf die Rüstungsindustrie. Und der zweite Teil, der mir aber auch sehr wichtig ist an dem Buch, ist, wie durch diese Rüstungsexportpolitik und auch über die rein militärische Zusammenarbeit mit diesen Regimen im Nahen Osten hinaus arabische Diktaturen gestärkt werden. Ich war bis vor 2 Jahren Nahostkorrespondent der Frankfurter Allgemeinen Zeitung in Kairo, habe in dieser Zeit all die Länder bis auf den Jemen bereist, die in diesem Buch vorkommen. Es ist ein Buch mit 6 Länderkapiteln, Ägypten, Saudi-Arabien, Libyen, Syrien, Irak und der Jemen. Ich will heute nur über 2 dieser Länder im Schwerpunkt sprechen. Andere werden gestreift, aber diese Region und die Thematik Rüstungsexporte ist ohnehin so kompliziert, dass ich, glaube ich, versuchen muss, um einen roten Faden zu behalten, ein bisschen auf 2 Länder zu konzentrieren. Heute sind das Ägypten und Saudi-Arabien deshalb, weil gerade vor wenigen Tagen die Bundesregierung neue Zahlen herausgegeben hat. Das ist ja im Kampf um mehr Transparenz im Rüstungsexportbereich zumindest eins, was die Grünen, was vielleicht sogar auch die SPD in den letzten 10, 15 Jahren erkämpft haben, dass die Rüstungsexporte zwar nicht weniger werden, aber dass die Bundesregierung wenigstens Auskunft darüber gibt, wie viele es sind. Und diese Zahlen sind erneut erschreckend. Ägypten und Saudi-Arabien stehen ganz oben. Das sind Zahlen nur für das 3. Quartal. Ich verspreche auch, Sie dann nicht mehr mit Zahlen zu quälen, weil die Thematik, wie gesagt, kompliziert genug ist. Aber an Ägypten ging allein von Juli bis Oktober, also in weniger als 100 Tagen, Rüstungsgüter im Wert von fast 300 Millionen Euro aus Deutschland nach Kairo, und nach Saudi-Arabien waren es auch fast 150 Millionen Euro. Über diese Verflechtung werde ich gleich noch mehr sprechen. Ich habe es mir so vorgestellt, ehe wir in eine Diskussion einsteigen und Sie Ihre Fragen stellen und soweit ich das kann, die Antworten gebe, eine Mischung zu machen, weil dieses Buch ist eine Mischung aus mehreren Dingen. Es ist eine Mischung aus Reportage und Analyse. Ich habe in der Region gelebt und gearbeitet als Journalist. Das heißt, ich habe da auch Begegnungen mit Politikern gehabt, Begegnungen mit Konfliktakteuren in Krisengebieten. Da sind einige Szenen in dem Buch, die man, glaube ich, vorlesen kann, ohne dass einem die Füße einschlafen, hoffe ich mal. Davon will ich ein paar Versatzstücke bringen. Der zweite Teil der Ebene ist die Analyse. Das will ich im freien Vortrag machen, zu sagen, wie hängt das eine mit dem anderen zusammen. Das heißt, es ist nicht eine reine Vorlesung, aber auch kein reiner Vortrag. Die zweite Ebene ist die, die in dem Titel des Buches drin ist, die Profiteure des Terrors. Wer sind diese Profiteure? Das sind natürlich auf einer Seite die Rüstungskonzerne hier in Deutschland. Es ist nicht durch das Geld, was Steinmeier oder Gabriel durch diese Rüstungsexporte verdienen, aber dadurch, dass sie diese Politik gewähren lassen, auch Vertreter der Bundesregierung. Und es sind zum Dritten die Diktaturen in der arabischen Welt, die durch eine Antiterror-Rhetorik quasi Deutschland, die USA, Frankreich und andere Rüstungsstaaten auf ihre Seite ziehen im Kampf gegen die Bevölkerung. Diese beiden Seiten sollen in meinem Vortrag, in meiner Lesung auch vorkommen. Als drittes ist es vielleicht auch ein Buch, in dem 2 Akteure eine wichtige Rolle spielen. Vielleicht mag es in Hamburg, in der Stadt Helmut Schmidts, zumindest wenn man aus Berlin oder anderswo kommt, dachte man immer, Hamburg, Helmut Schmidt, das lässt sich nicht voneinander trennen. Helmut Schmidt kommt in diesem Buch nicht vor, aber wer vorkommt, sind Sigmar Gabriel und Frank-Walter Steinmeier, die
in der SPD, die jetzt nicht mehr Regierungspartei sein wird, eine wichtige Rolle spielen und auf gewisse Weise auch für zwei Flügel der deutschen Sozialdemokratie stehen, die ja einst Antikriegspartei war, die dann schon beim Ersten Weltkrieg für die Kriegskredite gestimmt hat, die 1999 dem Kosovo-Krieg zugestimmt hat. Und als Gabriel jetzt in der letzten Regierung Merkel antrat, hatte er als Wirtschaftsminister ja das Ziel, Rüstungsexporte zu beschränken. Jetzt hat er seine letzten Tage im Amt vor sich. Ich würde das schon vorwegnehmen, dass er, glaube ich, damit gescheitert ist. Steinmeier ist von Anfang an einen anderen Kurs gefahren, auch in seiner Position als Bundespräsident. In meinem Buch taucht er noch als Außenminister auf. Gabriel ist in meinem Buch anfangs Wirtschaftsminister, wird dann zum Außenminister. Das war noch in der Zeit, als ich geschrieben habe, drin. Das heißt, als dritte Ebene hier in Hamburg in der Stadt Helmut Schmitz ein kleines Counterspiel zwischen Gabriel und Steinmeier. Damit will ich eigentlich die Reise schon beginnen, die uns heute über Abu Dhabi, wo ich auf einer Rüstungsmesse war, und Ägypten, wo auf dem Sinai der Antiterrorkrieg stattfindet, bis nach Saudi-Arabien führen wird. Beginnen will ich aber in Hamburg. Hier habe ich vor einem Jahr tatsächlich die ersten Zeilen dieses Buches geschrieben. Die sind dann aber nicht auf Seite 1 gelandet, sondern auf Seite 86. Es war ein Besuch von Frank-Walter Steinmeier hier im Rathaus und damit will ich loslegen. Der Außenminister ist bestens aufgelegt. Ich bin es nicht gewohnt, unter einem Baldachin zu sprechen, sagt Frank-Walter Steinmeier, als er im großen Festsaal des Hamburger Rathauses Deutschlands Bewerbung um einen Platz im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen bekannt gibt. Es wird so schrecklich feierlich. Feierlich ist auch das Setting. Holzvertäfelte Wände zieren das Gebäude an der kleinen Alster. Drei riesige Kronleuchter erhellen den Saal, in dem an diesem Sommernachmittag hunderte Einwohner der Hansestadt zusammengekommen sind, um Deutschlands Chefdiplomaten zu lauschen. Über drei Seiten erstreckt sich ein monumentales Wandgemälde Hugo Vogels, das die Geschichte Hamburgs von der Christianisierung bis zur Industrialisierung zeigt. Verbindendes Element, das blaue Band der Elbe. Olaf Scholz ist gekommen, führende Wirtschaftsvertreter und weitere Größen aus Wissenschaft und Politik, die Sie sicherlich besser kennen als ich. Und Steinmeier schmeichelt seinen Zuhörern. Er komme gerade aus der Speicherstadt, die in Ziegel gegossene Erinnerung, warum den Deutschen Hamburg das Tor zur Welt ist. Die Geschichte der Hanse, so Steinmeier, der Hamburger Hafen und der berühmte Hamburger Bürgersinn seien weit über die Grenzen der Stadt bekannt. Fast klingt seine Rede, die er Brüche und Brücken nannte, wie eine Bewerbung für das Amt des Bundespräsidenten, Monate bevor er es dann tatsächlich werden sollte. Weltoffen und an diplomatischer Konfliktlösung orientiert, gibt sich der Sozialdemokrat aus Hannover und verkündet stolz, dass Deutschland stets die Rolle eines ehrlichen Maklers eingenommen habe. Frieden, Gerechtigkeit, Innovation und Partnerschaft lauten die Stichworte seiner 40-minütigen Rede. Ein wenig selbstkritisches Resümee deutscher Außenpolitik, in der über Libyen und Syrien, die Ukraine und das südchinesische Meer wesentliche Konflikte streift. Nicht zuletzt die Bereitschaft zu verstehen und Verständigung, die Deutschland einen exzellenten Ruf als Vermittler in vielen Konflikten verschafft hat, sagt er. Diese seien es. Weise Worte, die in der schönen heilen Welt des Hamburger Stadtadels freilich ganz anders klingen als in der rauen Wirklichkeit. Und die wenig sagen über die innere gesellschaftliche und politische Verfasstheit von Staaten, die Deutschland als Verbündete zählt, wie Saudi-Arabien. Immerhin räumt Steinmeier ein, dass weiterhin Mangel herrsche an Ansätzen zu ziviler Konfliktschlichtung. Einst war das ja ein rot-grünes Prestigeprojekt unter Fischer und Schröder. Steinmeier war damals Kanzleramtschef und hat diese Politik mitgetragen, spricht darüber an diesem Abend, an diesem Nachmittag im Hamburger Rathaus kaum. Und noch eine konstante deutsche Außenpolitik, die von Schröders nach 9/11 proklamierter uneingeschränkter Solidarität mit den USA vergisst Steinmeier zu erwähnen. Es ist die Bündnistreue zu Saudi-Arabien.
Nur in einem Satz nennt der Außenminister das Land beim Namen und auch da nicht als Vorreiter bei der Vollstreckung der Todesstrafe und Unterdrücker von Freiheitsrechten, sondern als potenzieller Friedensstifter in Syrien. Ich brauche Ihnen nicht zu erklären, wie essentiell es ist, Iran und Saudi-Arabien als Stellvertretermächte, die um Hegemonie ringen, mit am Verhandlungstisch zu haben. Zu erwähnen, dass Saudi-Arabien unmittelbar nach Beginn der arabischen Aufstände im März 2011 in Bahrain mit Panzern und hunderten Soldaten einrückte, um Proteste gegen das Herrscherhaus niederzuschlagen, würde das Bild von der rechtschaffenden Demokratie und Ordnungsmacht am Golf ebenfalls trüben. Auch ein Verweis auf die Niederschlagung der schiitischen Demonstranten im Osten Saudi-Arabiens fehlt regelmäßig, wenn Steinmeier den Stellenwert Saudi-Arabiens für die Stabilität in der Region hervorhebt. Ganz zu schweigen von den Rekordzahlen bei den Hinrichtungen unter König Salman. Das liegt sicherlich auch daran, dass Saudi-Arabien nach den Vereinigten Arabien der wichtigste Importeur deutscher Güter ist, in Höhe von 9 Milliarden Euro. Diese 9 Milliarden Euro waren die Zahlen für 2015. Das sind nicht die Rüstungsgüter, sondern zivile Güter insgesamt. Es ist aber sehr auffällig, dass die drei Staaten, die die meisten Rüstungsgüter aus Deutschland im Nahen Osten importieren, auch zugleich die größten Handelspartner Deutschlands im zivilen Bereich sind. Saudi-Arabien, Ägypten und die Vereinigten Arabischen Emirate. Wir merken das auch durch die Teilhabe an Aktien, die Staaten, Katar zählt auch noch dazu, Vereinigte Arabische Emirate, saudisches Geld auf Umwegen, auch bei der Deutschen Bank, bei Betrieben wie Hochtief, bei Hapag-Lloyd. Air Berlin ist jetzt pleite gegangen, da waren es die Emirate, die groß mit drin waren. Es ist immer eine Mischung da, die zu Korruption auch führt, wenn die Wirtschaftsinteressen sowohl zivile wie militärische Güter betreffen und Deutschland will da mitspielen mit den anderen großen Rüstungsexportländern, die da sind, Frankreich, Großbritannien, die USA, Russland und China. Ich werde immer wieder gefragt, wer diese Profiteure des Terrors sind. Ich habe es eben in der Einleitung kurz versucht zu sagen. Es sind die Diktaturen in den arabischen Staaten und es ist die deutsche Rüstungsindustrie. Ich muss bekennen, meine Stärke lag, bis ich vor 2 Jahren bei der FAZ aufhörte und wieder als freier Journalist in Deutschland anfing zu arbeiten, eher in der Regionalexpertise. Nahostexperte ist ein blödes Wort, aber wahrscheinlich war ich ein Nahostexperte und habe mir diese Expertise mitgenommen und dann in Deutschland ein Thema gesucht, wo ich ein Buch schreiben könnte, was nicht das 15. Buch eines Ex-Nahost-Korrespondenten über seine Erlebnisse auf dem Basar ist, sondern der Versuch zusammenzubinden, was hier passiert, was dazu führt, dass dort Dinge schieflaufen. So ist dieses Buch entstanden. Mein Kontakt zur Initiative gegen Rüstungsexporte hier in Hamburg entstand eigentlich auch bei den Recherchen für dieses Buch, weil ihr weitaus mehr Ahnung habt darüber, was in Hamburg an Rüstungsproduktion ist und im Umland, was an Exporten stattfindet. Ich musste mir das aneignen. Das ist der Job von Journalisten, sich in schneller Zeit in Themen einzufinden. Drum bin ich auch das erste Mal mit Rüstungsproduzenten, mit Vertretern der Rüstungsindustrie oder mit der Rüstungslobby letztes Jahr erst zusammengekommen. Da gibt es eine Passage in dem Buch von der Waffenmesse ILA in Brandenburg, neben dem berühmt-berüchtigten Berliner Flughafen, der neu gebaut wird. Wo ich bis dahin nicht war, war die größte Rüstungsmesse fast auch der Welt in Abu Dhabi, die IDEX. Bei der IDEX geht es zu wie bei anderen Messen auch, nur dass dort nicht Schokoriegel oder ähnliches verkauft werden, sondern beispielsweise das berühmte G36 Gewehr von Heckler & Koch, was in Lizenzproduktion in Saudi-Arabien verkauft wird und die dazugehörige Produktion. Das ist die dazugehörige Munition. Auch die können die Saudis inzwischen selbst herstellen. Auch das ist ein
Teilaspekt von deutscher Rüstungsexportpolitik, dass nicht nur die Hardware verschifft wird, sondern dass auch die Technologie in diese Länder gelangt. Das Vorgängergewehr vom G36, das G3, gibt es im Iran, glaube ich, schon seit den 70er Jahren. Und das Schlimme an den Kleinwaffen, die Gabriel ja auch unterbinden wollte, ist, dass sie weiterwandeln, dass so ein Gewehr lange hält. Ich habe nicht gedient, sicherlich werden der eine eher als die andere beim Bund gewesen sein und kennen sich mit Gewehren besser aus als ich. Die halten über Jahrzehnte, landen dann in Sudan und in anderen Bürgerkriegsgebieten. Für mich, ich war 3-4 Tage auf dieser Waffenmesse, will auch da nur eine kurze Passage vorlesen aus einem Artikel für Cicero, weil, wie gesagt, das Buch war da schon fertig geschrieben. Aber um Ihnen einfach nur einen Eindruck zu geben, wie es dazugeht und um ein Fass aufzumachen, wo wir vielleicht in der Diskussion noch dazukommen können, ist der Zukunftstrend der deutschen Rüstungsindustrie von Firmen wie Rheinmetall, Airbus, Diehl Defence, das sind die großen, Krauss-Maffei, Wegmann, die durch die deutschen Rüstungsexportrichtlinien eingegrenzt werden in ihrem Versuch, möglichst viel zu verkaufen, suchen sie natürlich Wege, diese Kontrollbarrieren zu umgehen. Und Staaten wie Abu Dhabi sind da federführend. Die Vereinigten Arabischen Emirate wollen ihre eigene Rüstungsproduktion aufbauen. Dazu brauchen sie aber Technologie und die liefert Rheinmetall. Diese Passage ist noch aus einem anderen Aspekt her interessant. Ich würde es bezeichnen als System offener Drehtüren. Dirk Niebel mag dem einen oder anderen noch bekannt sein als Entwicklungsminister. Er ist inzwischen Cheflobbyist bei Rheinmetall. Der frühere Verteidigungsminister Franz Josef Jung, der ja noch als Bundestagsabgeordneter im Parlament sitzt, oder vielleicht jetzt seit 4 Wochen nicht mehr, wechselte schon im Mai als Aufsichtsrat zu Rheinmetall. Der Cheflobbyist von dem Bundesverband der deutschen Sicherheits- und Verteidigungsindustrie, Georg Adamovic, war unter Wolfgang Clement in Düsseldorf Leiter der Staatskanzlei, ist später als Staatssekretär ins Wirtschaftsministerium nach Berlin geliefert, wurde dann Rüstungslobbyist. Das sind Entwicklungen, die entscheidend sind für das Funktionieren der beiden Seiten, der Profiteure, der Industrie und der Politik. Jetzt von Hamburg nach Abu Dhabi auf die IDEX, das war im Februar dieses Jahres. Chinesische Offiziere drängen sich um den Leopard 2 am Messestand von Rheinmetall Defense. Ein Mitarbeiter erklärt den Militärs aus Fernost die Vorzüge der 120 mm Glattrohrkanone und andere technische Details. Der Kampfpanzer gehört zu den Exportschlagern der deutschen wehrtechnischen Industrie und darf auf der IDEX nicht fehlen. Am Rand der Gruppe steht Dirk Niebel. In fließendem Deutsch fragt einer der chinesischen Soldaten den früheren FDP-Politiker und Entwicklungshilfeminister über die deutsche Rüstungsexportkontrolle aus. Freundlich antwortet der 54-Jährige und verteidigt den Kurs der Bundesregierung. Seit mittlerweile 2 Jahren berät Niebel den Vorstand des Düsseldorfer Rüstungskonzerns bei der Entwicklung internationaler Strategien. Sein fliegender Rollentausch vom Minister zum Waffenlobbyisten sorgte 2014 für Empörung. Schließlich hatte Niebel als Mitglied des geheimtagenden Bundessicherheitsrats selbst über kritische Rüstungsexporte in Staaten wie Saudi-Arabien und Katar zu entscheiden. Zumeist zustimmend. Dieses Insiderwissen ist gefragt, nicht zuletzt deshalb holte Rheinmetall den einstigen Fallschirmjäger der Bundeswehr in die Konzernzentrale an den Rhein. Wie Niebel gehört auch Georg Wilhelm Adamovic zu dem System offener Drehtüren, in dem Wechsel zwischen Regierung und Verteidigungswirtschaft kein Zufall sind und allen Akteuren restriktive Regularien beim Export von Waffen ein Dorn im Auge sind. Adamovic ist seit dem Sommer im Ruhestand, aber auch sein Nachfolger an der Spitze des Deutschen Sicherheits- und Verteidigungsindustrieverbandes ist kein Unbekannter.
Hans-Christoph Atzpodien war zuletzt Aufsichtsrat von ThyssenKrupp Marinesystems, also einem Teil der Rüstungsindustrie mit den Werften hier und der U-Boot-Produktion, Fregatten, Korvetten, die vielen von Ihnen sicherlich vertrauter ist als mir. Sieht man zwei, drei Sätze zu der Rüstungsexportkontrolle. Sieht man einmal von einem leichten Rückgang bei der Ausfuhr von Kleinwaffen ab, kann von schärferen Bestimmungen der Großen Koalition unter Merkel und Sigmar Gabriel keine Rede sein. Im Gegenteil. Rüstungsexporte in Höhe von 6,9 Milliarden Euro genehmigte die Bundesregierung 2016. Mehr als ein Drittel davon ging an Staaten wie Saudi-Arabien, Ägypten und die Vereinigten Arabischen Emirate. Sie alle unterdrücken die Bevölkerung im eigenen Land und sind Teil der arabischen Militärkoalition im Jemen. Wiederholt haben die Vereinten Nationen und Menschenrechtsorganisationen den Golfmonarchien Verstöße gegen internationales Völkerrecht vorgeworfen. Doch Waffenlobbyisten wie Adamowitsch und Niebel ficht das nicht an. Schließlich gehört die Rüstungssparte von Rheinmetall zu den deutschen Hauptprofiteuren der stetig steigenden Exporte an Drittstaaten, die nicht der NATO angehören oder wie Australien und die Schweiz dem westlichen Verteidigungsbündnis gleichgestellt sind. Allein deshalb dürfte die Konzernspitze um Vorstandsvorsitzenden Armin Papperger die Verpflichtung Niebels als Erfolg betrachten. Denn seitdem dieser die Unternehmensführung berät, hat deren schon zuvor ausgerufene Strategie der Internationalisierung noch einmal deutlich an Schwung gewonnen. Zu der Strategie gehört es auch, außerhalb Deutschlands Waffen- und Munitionsfabrik zu bauen, sowie Lizenzen zu vergeben. Allein 2016 erwirtschaftete der Unternehmensbereich Defense so einen Umsatz von 2,9 Milliarden Euro. Der Gewinn betrug 147 Millionen Euro. Das waren 63% mehr als 2015 noch. Eigentlich könnten der Konzern und sein Lobbyist mit ihren Erfolgen protzen. Doch deutlich kühler als im Gespräch mit den chinesischen Offizieren fällt der Tonfall Niebels aus, als ihn deutsche Journalisten auf der Rüstungsmesse in Abu Dhabi vor dem Leopard 2 ansprechen. Seit seinem Dienstantritt bei Rheinmetall habe er keine Interviews gegeben und so halte er es auch weiterhin, sagt er barsch. Strammen Schrittes lässt er die Reporter stehen und auch den prominent am größten deutschen Ausstellungsstand platzierten Kampfpanzer hinter sich. Er geht weiter den langen Gang durch die Halle 9. Dort präsentiert sich auch Diehl Defense, der Raketen- und Munitionshersteller aus Überlingen am Bodensee. Er stellt seinen Luft-Luft-Lenkflugkörper Iris-T aus. Mit der Kurzstreckenrakete mit Infrarot-Suchkopf sind unter anderem die Tornados und Eurofighters der Luftwaffe Saudi-Arabiens ausgerüstet. Der Stückpreis soll bei rund 400.000 Euro liegen. Nicht nur die saudische Luftwaffe benutzt Iris-T, sondern auch die Ägyptens. Ich habe die Zahlen gerade genannt. Ich würde uns jetzt gerne von Abu Dhabi nach Ägypten bringen, dem Land, wo 2011 nach Tunesien die Revolution losging. Der Tahrirplatz, die Proteste dort sind, glaube ich, allen noch in Erinnerung, auch wenn es mittlerweile erscheint wie eine längst vergangene Zeit. Die Kanzlerin war im April in Kairo zu Besuch, hat dem am Boden liegenden Land mit einer Wirtschaft, die aus eigenem Antrieb eigentlich gar nicht mehr überlebensfähig ist, einen Kredit von 500 Millionen Euro zugesagt. Gleichzeitig wurde bekannt, dass der Bundessicherheitsrat, das geheimtagende Gremium, was über Rüstungsexporte in Deutschland entscheidet, den Export von 330 dieser Diehl Defense Sidewinder Luft-Luft-Raketen zugestimmt hat. Das heißt, viele Millionen dieser 500 Millionen, die Merkel als zivile Hilfe verkauft hat, flossen direkt wieder zurück in die Taschen deutscher Unternehmen. Ich hebe das auch deshalb hervor, weil immer so getan wird, als ob die Sicherheitszusammenarbeit Deutschlands mit Ägyptens auf Polizeihilfe und dergleichen beschränkt bliebe. Dem ist nicht so. Die deutsche Sicherheitszusammenarbeit mit Ägypten reicht, glaube ich, bis in die 50er, 60er Jahre zurück. Da
Damals war es noch Thyssen-Henschel. Diese Transformation vieler Betriebe gehört ja auch zur Rüstungswirtschaft dazu. Thyssen-Henschel, die den Fahrradpanzer exportiert hat. Der nannte sich dann später TH-390 und wird jetzt auch von Rheinmetall weiter produziert. Als die Revolution im Oktober 2011 in eine neue Phase übertritt, wo auch die Armee zum Ziel der Demonstranten wurde, kam dieser Fahrradpanzer zum Einsatz. 12 Demonstranten sind damit überrollt worden und für Bundestagsabgeordnete wie Jan van Aken beispielsweise, der in Hamburg für die Bewegung natürlich sehr wichtig ist, sind genau, und für Journalisten auch, sind genau solche schlimme Ereignisse, die aber auch in Videos festgehalten werden, der Schlüssel, den Link herzustellen zwischen dem, was in Deutschland produziert wird und was dort an Untaten passiert. Ich habe in meinem Buch und jetzt in dem Vortrag das, soweit es geht, versucht, aber das sind investigative Recherchen, die viel Zeit brauchen, die auch lange Kontakte brauchen. Diese Kontakte habe ich noch nicht, drum sind es teilweise Erzählungen aus zweiter Hand und das Buch ist mehr die Analyse, wie diese Diktaturen gestärkt werden. Die Einzelfälle, wann eine in Deutschland produzierte Rakete von einem saudi-arabischen Flugzeug im Jemen abgeschossen wird, das kann ich nicht leisten. Aber Human Rights Watch hat Berichte dazu herausgegeben. Da gibt es sehr viele Quellen, die das im Teil beschreiben. Den Punkt, den ich in meinem Buch mache, was die Zusammenarbeit mit Ägypten anbelangt, ist eigentlich die. Wir hatten das kurze Zeitfenster 2011, als alle Welt auf Tunesien, auf Ägypten schaute, auf Syrien etwas weniger lang, auf Libyen vielleicht noch kürzer als Land der Hoffnung, aber Ägypten zählte sicherlich dazu. Westerwelle war damals als Außenminister auf dem Tahrirplatz und es war so ein bisschen, endlich ist Mubarak weg, sagten alle. Und vielleicht müssen wir uns auch mal an die eigene Nase fassen. Wir haben doch Mubarak jahrelang unterstützt, auch mit Waffen, aber auch mit anderen Dingen, obwohl wir wussten, wie viele Leute in den Gefängnissen saßen, obwohl wir wussten, wie er gegen die Muslimbrüder vorging, obwohl wir wussten, dass das keine lupenreine Demokratie ist. Aber dieses Zeitfenster hielt nicht lange und meine These ist, dass spätestens mit dem Putsch, mit dem Militärputsch von Sisi, der Armeechef war, als dieser Putsch stattfand und das dann aber als zweite Revolution bezeichnete, als er die Macht übernahm, dass spätestens damit die Bundesregierung wieder zurückgekehrt ist zu ihrer Politik aus Mubarak-Zeiten. Sie bezeichnet es als Stabilitätspolitik. Ich würde sagen, dass sie Stabilität mit Stagnation verwechselt und sehenden Auges die Augen zudrückt. Eine Kollegin von mir, Sonja Sekri von der Süddeutschen Zeitung, die lange Korrespondentin in Kairo war, hat einmal den schönen Satz in der Süddeutschen Zeitung geschrieben: In Ägypten ist das Gefängnis Teil der politischen Landschaft. Und das bringt es sehr genau auf den Punkt. Es sind 60.000 politische Gefangene seit dem Machtantritt Sisis gemacht worden 2013. Ich will nicht groß weitere Zahlen nennen, aber diese Unterdrückung jeglicher Opposition, immer unter dem Vorwand gegen Terrorismus, gegen Terroristen vorzugehen, ist bezeichnend für die Politik Sisis. Da gibt es manchmal Kritik, auch aus Seiten Deutschlands, von deutschen Politikern, aber letztlich gibt es einen Schmusekurs mit Sisi, den vielleicht niemand besser auf den Punkt bringt, als der zweite Sozialdemokrat, den ich Ihnen heute Abend zumuten will, nämlich Sigmar Gabriel, der schon als Jungsozialist und Falke auf Reisen in Ägypten war und der das Land, glaube ich, auch wirklich gerne mag und schätzt, aber dessen Politik in dem Satz mündete, als er letztes Jahr in Ägypten war: Sie haben einen beeindruckenden Präsidenten, sagt er auf einer Pressekonferenz, als auch schon mindestens 50.000 Menschen in den Gefängnissen saßen. Die Passage, die ich jetzt vorlese, achso, das ist gar nicht. Ich versuche ja als Autor auch nicht nur Schlimmes zu beschreiben, sondern auch ein bisschen für Unterhaltung zu sorgen. Ich hoffe, das gelingt mir mit diesen
Abschnitt. Ausgeschlafen sieht Sigmar Gabriel nicht gerade aus, als er auf der Couch neben Ägyptens Handelsminister Abdel Nour Platz nimmt. Erst nachts um zwei war der deutsche Vizekanzler und Wirtschaftsminister in Sharm el-Sheikh gelandet und früh am Morgen schon stand ein Treffen mit Ministerpräsident Machlef auf dem Programm. Nun sitzt Gabriel um kurz nach zehn übernächtigt im Nile Valley Room des Internationalen Kongresszentrums der Touristenstadt. Routiniert sichert er seinem ägyptischen Counterpart deutsche Unterstützung zu, fragt interessiert nach, wie denn die Aussichten stünden, mehr private Investoren für die von hoher Armeebeteiligung getragene Wirtschaft zu gewinnen. Am Abend zuvor hat in Sharm el-Sheikh die Economic Development Konferenz begonnen. Das komplette Kabinett des Nilstaats ist dafür ans Rote Meer gekommen. Die Wirtschaftskonferenz mit Gästen aus mehr als 50 Staaten soll den Startschuss bilden für eine neue Ära. 4 Jahre nach der Revolution sind die politischen Eliten der Unruhen müde, die seit den Massenprotesten gegen Mubarak und dem Putsch gegen den ersten frei gewählten Präsidenten Morsi das Land auf Trab halten. Doch von Stabilität ist Ägypten immer noch weit entfernt. Über dem Gelände fliegen amerikanische Apache-Kampfhubschrauber. Die Angst vor Anschlägen ist 2 Jahre nach der Machtübernahme durch Militärchef Sisi allgegenwärtig. Im Nordosten der Sinai-Halbinsel, 500 Kilometer vom Konferenzort entfernt, tobt seit dessen Staatsstreich gegen den Muslimbruder Mursi ein heftiger Aufstand bewaffneter Dschihadistengruppen. Sisis Antiterror-Rhetorik spielt die überragende Rolle für die Legitimation seiner Politik, auch beim Werben um ausländische Investoren. Italien und Frankreich folgen dem Ruf aus Kairo früh und luden den Militärmachthaber schon in den ersten Monaten nach seiner Wahl zum Präsidenten zu Staatsbesuchen nach Rom und Paris. Die Bundesregierung hingegen beharrte darauf, dass nach Verabschiedung der neuen Verfassung und der Präsidentenwahl erst noch ein neues Parlament eingesetzt werden müsse, ehe Sisi in Berlin als Gast empfangen werden könnte. Als sich dann aber abzeichnete, dass Frankreich, Großbritannien und die USA auf der Konferenz in Sharm el-Sheikh durch Minister vertreten sein würden, fielen solche Bedenken plötzlich nicht mehr ins Gewicht. Nicht aus demokratischen, sondern aus wirtschaftlichen Erwägungen. Nach den Vereinigten Arabischen Emiraten und Saudi-Arabien ist Ägypten der wichtigste deutsche Handelspartner in der Region. Auf 3,3 Milliarden Euro beliefen sich zuletzt die Ausfuhren. Zu groß schien bei Gabriel die Gefahr, beim Run auf den riesigen ägyptischen Markt mit seinen mehr als 90 Millionen Bewohnern den Anschluss an die Konkurrenz zu verlieren. Nicht zum ersten Mal sei er zu Besuch in seinem Land, lässt der Vizekanzler Gabriel Industrieminister Abdel Nour beim Smalltalk auf dem Sofa wissen. Bereits in den 80er Jahren habe er mit einer Delegation junger Sozialisten das Land besucht, erzählt Gabriel. Danach sei er immer wieder gekommen, mal als Jugendfunktionär, später als niedersächsischer Ministerpräsident. Mit dem Bus seien die Nachwuchssozialdemokraten bei einer der Reisen den Nil entlang von Luxor bis nach Sohag im armen Mittelägypten gefahren, wo sie eine lokale Fußballmannschaft herausgefordert habe. In Jeans und Straßenschuhen habe man das Duell angenommen, nur um am Ende mit 1:15 zu verlieren. Ich werde Sohag nie vergessen, sagt Gabriel lachend zu Abdel Nour. So hoch habe ich nie wieder ein Spiel verloren. Das war ein Ereignis, unsere Niederlage. Niederlagen in der Politik ist Gabriel gewohnt. Doch die 10-Stunden-Visite in Sharm el-Sheikh beschert dem strauchelnden SPD-Chef endlich mal wieder einen Erfolg. Zumindest wirtschaftspolitisch. Kurz nach dem Treffen mit dem Industrieminister sickert durch, dass Gabriel gemeinsam mit dem Vorstandschef von Siemens, Joe Kaeser, ein Milliardengeschäft auf den Weg gebracht habe. Abgesichert durch Hermes-Bürgschaften würden in den kommenden Jahren 8 Milliarden Euro an Siemens fließen, unter anderem zum Bau von Gas- und Dampfturbinenkraftwerken in Benisfarm, einer Stadt unweit von Sohag, wo Gabriel vor so vielen Jahren beim Fußball gehörig eins auf den Deckel bekam. Es ist der größte Abschuss in der Geschichte von Siemens, der darüber hinaus bekannt gibt, auch Windkraftanlagen in Ägypten zu bauen.
Dieser Deal hat jedoch seinen Preis. Ohne Absprache mit dem Auswärtigen Amt, wie später bekannt wird, überbringt Gabriel eine Einladung Angela Merkels an Sisi, die Bundeskanzlerin in Berlin zu besuchen. Über Monate hatte der Machthaber auf ein Treffen gedrängt, um sein international ramponiertes Image aufzupolieren. Eine Einladung von Europas Führungsmacht würde intern Kritik verstummen lassen, dass das Land wirtschaftlich den Anschluss an die Weltgemeinschaft verloren habe, so das Kalkül im Präsidentenpalast in Kairo. Auch die Empörung über die Massenverhaftungen von Oppositionellen würden sich dann vielleicht endlich legen. Die wurmt die neuen Herrscher gewaltig. Sehen Sie sich doch als Retter auch des Westens vor einem islamistischen Gottesstaat in Ägypten, der im Fall einer Fortführung der Mursi-Herrschaft angeblich gedroht hätte. Ihrer Lesart zufolge war der von Massendemonstrationen begleitete Sturz der Muslimbrüder kein Putsch, sondern eine zweite Revolution. Die vermeintliche Fehlentscheidung der Wähler bei der ersten freien Wahl in der Geschichte des Landes sei durch den Umsturz korrigiert worden. Dieser Haltung hat sich die Bundesregierung im Grunde angeschlossen, und drum komme ich in diesem Buch zu dem Schluss, dass die Politik eines Schmusekurses, wie sie gegenüber Mubarak geführt wurde, trotz Menschenrechtsverletzungen, trotz demokratischer Einschränkungen gehalten hat, sich fortgesetzt hat und in Besuchen von Merkel und Gabriel in Ägypten und von Gegenbesuchen von Sisi in Berlin gemündet ist. Ganz entscheidend für diese Politik ist Saudi-Arabien, weil man nicht vergessen darf, dass Ägypten bankrott ist. In den 3 Jahren, und ein Grund für diesen Bankrott ist neben der miserablen Wirtschaftspolitik die Tatsache, dass Ägypten jedes Land um 2,5 Millionen Menschen wächst, im Schnitt 2 bis 3 Millionen sind es. Als ich 2012 in Ägypten ankam, war immer die Rede von dem 80 Millionen Einwohnerland, inzwischen sind es 90 Millionen, Sisi spricht in Reden selbst schon von 100 Millionen, aber wenn man 2,5 Millionen hochrechnet, dann sind es in 20 Jahren 50 Millionen mehr. Das heißt, ein Land mit 140 Millionen, wo bei weitem nicht so viele Arbeitsplätze, Kläranlagen, Schulen, Krankenhäuser, Straßen gebaut werden, läuft sehenden Auges in die nächste Katastrophe, in die nächste Revolution möglicherweise auch, wobei diese Revolution noch unbekannter sein würde als die letzte. Und da die politischen Führer entweder im Exil sind oder eingesperrt, würde sie ohne Richtung verlaufen und die Repression, die unter Sisi bereits herrscht, in noch höhere Ebenen bringen. Die Rolle Saudi-Arabiens während der Revolution 2011 und insbesondere in dem Jahr der Muslimbruderherrschaft beschreibe ich als eine Konterrevolutionäre. Das ist vielleicht ein marxistischer Begriff, aber er passt auf die arabische Welt nach 2011 insofern, als die sunnitischen Monarchien, allen voran Saudi-Arabien, aber auch die Vereinigten Arabischen Emirate, Kuwait, große Angst hatten, dass diese Aufstände, die in Ägypten und Tunesien begannen, auf die reichen Golfstaaten hinüberschwappen würden. Um das zu verhindern, ist die Politik der Könige und der Ölmonarchen gewesen, die Staatsausgaben zu erhöhen, Pensionen zu erhöhen, Gehälter zu erhöhen und gleichzeitig in Ägypten, dem bevölkerungsreichsten arabischen Land, jene Kräfte zu stützen, die gegen die Revolution waren, jene Kräfte zu stützen, die gegen die Muslimbrüder waren. Das wird in Ägypten wie in der Türkei auch als der tiefe Staat bezeichnet. Das sind die Justiz, das sind die Polizeikräfte, das sind die Geheimdienste und das ist die Armee. Als Mursi gewählt wurde, der Muslimbruder, haben die sich 1 Jahr lang zurückgezogen, haben nicht die offene Konfrontation gesucht, aber wurden im Hintergrund von Saudi-Arabien gefördert. Entscheidende Treffen zum Umsturz haben schon Monate vor dem Sommer, vor dem Juli 2013 in Abu Dhabi stattgefunden. Und dass Sisi jetzt so stark ist, hat er letztlich der Unterstützung Saudi-Arabiens zu verdanken, auch finanzieller Unterstützung. Milliarden flossen
von Saudi-Arabien und von den Vereinigten Arabischen Emiraten nach Kairo, Gaslieferungen, Öllieferungen. Ägypten wäre bankrott, hätte es diese Hilfen nicht gegeben. Ehe ich ganz nach Saudi-Arabien wechsle, ist, glaube ich, eine analytische Ebene sehr wichtig, um diesen neuen Nahostkonflikt, wenn man ihn so nennen will, zu beschreiben. Vor 10 Jahren oder vor 2011, Oslo-Prozess, in diesen Jahren hatten wir ja immer Israel-Palästina als Nahostkonflikt im Kopf. Ich glaube, diesen Konflikt gibt es immer noch, der ist ungelöst und muss gelöst werden. Aber die Zukunft des Nahen Ostens steht und fällt mit dem Kernkonflikt im Irak und Syrien, wo wir einen Zerfall von Staatlichkeit sehen, der nicht aufzuhalten ist. Und wir sehen nicht mehr einen Kampf von Moderaten gegen extreme Gruppen, wie zwischen Fatah und Hamas, wie es ja lange gesehen wurde, sondern wir sehen eine Achse, die besteht aus den Golfmonarchien Saudi-Arabien und den Emiraten mit Ägypten. Bahrain gehört auch dazu, ist aber nur ein kleiner Staat. Und dieser Achse entgegensteht die Achse, die die Muslimbrüder unterstützt hat. Das sind die Katar, die Türkei und der Iran. Und alle Konflikte, auf die ich nicht eingehen kann heute Abend, aber die Katar-Krise, der Boykott, das Embargo gegen Katar, was im Sommer begann, dort sind es Ägypten, Saudi-Arabien, die Emirate, die Katar, Türkei und Iran bestrafen wollen. Die Hilfslieferungen, die nach Katar kommen, kommen aus Iran und der Türkei. Der einfache Nenner, um sich das vielleicht zu merken, ist der politische Islam. Die Kataris, die Türken und die Ägypter unter Mursi wollten einen demokratischen Islam, wie ihn die Muslimbruderschaft vorgesehen hat. Der Begriff demokratisch hier sehr vorsichtig zu genießen. Ich benutze ihn deshalb, weil er auf die Beteiligung der Massen gesetzt hat. Dass das hin zu einem Gottesstaat führen sollte, sei dahingestellt, aber Muslimbrüder war und sind eine Massenbewegung. Der politische Islam, den Saudi-Arabien propagiert, ist ein wahhabitischer Islam, streng konservativ, der aus einem Deal zwischen dem Königshaus und der sunnitischen Gelehrtenkaste in Saudi-Arabien besteht. Da es sehr, sehr viele ägyptische Gastarbeiter gibt in Saudi-Arabien, war die Angst immer sehr groß, dass die Ideen der Muslimbrüder auch in Saudi-Arabien ankommen, aufgenommen werden und dort zu einem Umsturz führen könnten. Das nur als analytische Klammer. Ehe ich jetzt zu Saudi-Arabien komme, was auch das letzte Land ist, über das ich spreche, ehe wir, glaube ich, in die Diskussion kommen, das aber eng verbunden ist mit dem Jemen, der, glaube ich, der Skandal unserer Zeit ist, was dort passiert, kaum beachtet von den Medien, wie es Syrien ja lange war. Drum der Skandal Jemen zum Schluss. Aber wenn wir über Saudi-Arabien sprechen, können wir über einen anderen Skandal nicht sprechen. Und das ist der Hinrichtung. Ich hatte das zweifelhafte Vergnügen, Unvergnügen, einer solchen beizuwohnen. Heiß und still ist es, als die beiden Henker zur Tat schreiten. Silbern blitzen die hüfthohen Krummsäbel in ihren Händen, die Augen haben sie hinter schwarzen Sonnenbrillen verborgen. Ein Windstoß treibt Plastiktüten und einen Pappkarton über den Safa-Platz in der Altstadt von Riad. Scharfschützen stehen auf den Dächern. Strammen Schrittes marschieren die großen Männer in ihren hellen Gewändern zur Mitte des Platzes. Mund und Nase sind mit Tüchern bedeckt. Vornübergebeugt auf 2 dünnen Stapeln Decken knien die beiden zum Tode verurteilt. Ihre Augen sind verbunden, Hals und Schultern freigelegt. Kurz nach 4 ist es an diesem September-Nachmittag in der Hauptstadt Saudi-Arabiens. Gerade eben hat der Großmufti des Königsreichs das Freitagsgebet in der Abdullah bin Mohammed Moschee beendet. In einem verdunkelten Geländewagen war der blinde Prediger vorgefahren und auf Krücken gestützt die Treppe zu einem Seiteneingang hinaufgestiegen. Jetzt strömen hunderte Männer und ein paar Frauen mit Kinderwagen aus der Moschee und sammeln sich hinter den Absperrgittern, um der öffentlichen Hinrichtung beizuwohnen. Unter den Arkaden ist bald kein Platz mehr frei. Vor den Barrieren stehen Justizbeamte, Sanitäter, Ärzte und Angehörige der beiden
wegen Mordes angeklagten Männer. Plötzlich, als wollten sie den Blick für die Menge freimachen, fahren die schon vor Stunden vorgefahrenen Polizeiwagen zur Seite. Der Oberkörper des Scharfrichters spannt sich wie der eines Tennisspielers beim Aufschlag. Sein Säbel saust nieder, der Kopf des Opfers fällt auf das Deckenlager. Dort bleibt er neben dem reglosen Körper liegen. Bevor der zweite Henker zuschlägt, korrigiert er noch kurz die Haltung des anderen Mannes. Nach dem Schlag klappt auch dessen Rumpf nach hinten. Erst jetzt verkündet ein Mann in blauem Anzug das Urteil. Blechern schallt die Begründung aus Lautsprechern über den Platz. Mit Säure überschüttet haben sollen die zum Tode verurteilten Männer ihre Opfer. Sanitäter wickeln die beiden Leichen in die blutgetränkten Tücher ein, hieven sie auf zwei Bahren und schieben diese in den Krankenwagen, der rückwärts an die Deckenstapel in der Mitte des Platzes herangefahren ist. Sanft im Wind weht auf einem Gebäude am Rande die grüne Flagge des Königreichs mit dem weißen Schwert, verziert mit dem Glaubensbekenntnis des Islams, der Schahada, mit der auch der Großmufti eine Stunde zuvor das Gebet in der Moschee eingeleitet hatte. Es gibt keinen Gott außer Gott und Mohammed ist sein Prophet. Der Skandal der Hinrichtungen in Saudi-Arabien, das sind die letzten zwei, drei Jahre, jedes Jahr mehr als 150, wird begleitet von einem zweiten Skandal, nämlich der Waffenlieferungen Deutschlands und anderer Staaten nach Saudi-Arabien. Es sind ja nicht nur die Hinrichtungen, die verbieten, ein solches Regime mit Rüstungsgütern auszustatten, sondern auch die repressive Innenpolitik. Sie haben die Nachrichten über die Säuberungswelle des neuen Kronprinzen gesehen, der Prinzen zwar nicht jeden in die Zelle steckt, sondern in Fünf-Sterne-Hotels, aber auch das ist Zeichen dafür, wie stark er unter Druck steht, um diesen harten repressiven Kurs fortzuführen. Es gibt mehrere Gründe dafür oder Erklärungsansätze. Einer ist sicherlich, dass der Islamische Staat, der jetzt im Irak und Syrien militärisch fast besiegt ist, sehr großen Zulauf auch aus Saudi-Arabien hat. Dieses Wort, was Steinmeier immer benutzt hat, als er noch Außenminister war, nämlich Saudi-Arabien als Stabilitätsanker in der Region zu bezeichnen, ist spätestens seit 2014/15 dummes Zeug, weil auch in Saudi-Arabien die Anschläge zugenommen haben. Es gibt die schiitische Minderheit im Osten, die auf die Straße geht, und es gibt auch Terroristen, die Anschläge verüben, weil ihnen das Herrscherhaus nicht radikal genug ist in seiner Auslegung des Islams. Diesen Skandal, und ich komme nicht umhin, in Hamburg unter allen Sozialdemokraten doch noch Helmut Schmidt zu zitieren in seiner Spätphase. Dieser Skandal der Waffenlieferungen ist, glaube ich, besonders geschildert neben dem Leo II, der nie an Saudi-Arabien geliefert wurde, durch das G36-Gewehr, was, wie gesagt, in einer Vorstadt von Riad in Lizenzproduktion hergestellt wird. Heckler Koch hat diese Lizenz vergeben und Helmut Schmidt hat gesagt, in einem Interview im Mai 2012 mit dem Kollegen Hauke Friedrichs von der Zeit, dessen Buch Bombengeschäfte ich jedem, der sich in die Materie weiter vertiefen will, nur ans Herz legen kann. Er hat Hauke Friedrichs gesagt in dem Gespräch, Helmut Schmidt: Durch Kleinwaffen von Heckler und Koch und branchengleiche Firmen sind mehr Menschen umgekommen als in Nagasaki und Hiroshima durch Atombomben. Das Interesse deutscher Rüstungsunternehmen am Export ihrer Waffen ist durchaus legitim und verständlich, aber wir waren entschlossen, dem nicht nachzugehen. Neben dem G36, was ursprünglich nur unter der Bedingung dort hergestellt worden sollte in Saudi-Arabien, dass bestimmte Ersatzteile aus Deutschland geliefert werden müssen, also auch wieder ein Beispiel dafür, wie vermeintlich strenge Exportkontrolle doch nicht bis zum Ende durchgesetzt wird, weil mittlerweile, das habe ich in IDEX auf der Waffenmesse erfahren, mittlerweile sind die Saudis dahinter gekommen, wie diese fünf Schlüsselkomponenten auch in Eigenproduktion hergestellt werden können. Das heißt, dieser Versuch der Bundesregierung, da noch eine Schranke vorzuschieben, ist gescheitert. Das G36 kann dort produziert werden. Ich will nicht groß weiter ausführen, was noch an Waffen nach Saudi-Arabien geht, sondern
Rheinmetall, Deal Defense, Airbus liefert Überwachungstechnologie für die Grenzanlagen und die Lürssen-Werft produziert Patrouillenboote. Da gab es die Genehmigung, diese zu liefern, schon 2013. Und die Patrouillenboote sind deshalb besonders argwöhnisch zu betrachten, weil die saudi-arabische Marine an der Seeblockade beteiligt ist. Es ist nicht klar, ob diese Patrouillenboote dort zum Einsatz kommen. Genau das sind diese Smoking Guns, die investigative Journalisten, Abgeordnete oder Antirüstungsinitiativen wie ihr, glaube ich, suchen, um Belege zu finden, wie die direkte Verbindung zwischen Hamburg und Sana vielleicht ist. Dennoch glaube ich, dass es dringend notwendig wäre, eine rote Linie zu ziehen, ein Rüstungsexportgesetz letztlich zu verabschieden, wie es in der letzten Legislaturperiode beraten wurde, um bestimmte Staaten wie Saudi-Arabien, die im Jemenkrieg beteiligt sind, davon abzuhalten, diese Waffen zu bekommen. Der Krieg im Jemen ist, glaube ich, auch was eine politische Mobilisierung und eine Sensibilisierung von Bevölkerung, was mit deutschen Waffen passieren kann. Deshalb interessant, weil das kriegen Sie als interessiertes Publikum mit, aber ich glaube große Teile nicht. 70% der Bevölkerung sind auf humanitäre Hilfe angewiesen. 7 Millionen Menschen droht Hungersnot, davon 2 Millionen Kindern. An Cholera sind inzwischen 400.000 Menschen erkrankt. Es gab bereits 1.900 Todesfälle und trotzdem schaut die Welt zu. Trotzdem sind die UN-Hilfswerke unterfinanziert. Haben humanitäre Organisationen wie Ärzte ohne Grenzen oder andere kleinere Initiativen keinen Zugang ins Land, weil die Saudis als Führungsmacht dieser Allianz die Seeblockade aufrechterhalten. Und damit will ich eigentlich meinen Vortrag schon schließen. Ich glaube, das ist ein gewichtiges Beispiel, wieso Rüstungsexporte aus Deutschland begrenzt werden sollten. Vielen Dank.